Willkommen zurück zu Mass Effect. Wir sind auf einer Rettungsaktion für den Agenten. Ne? Den Agenten. Ich habe seinen Namen direkt wieder vergessen. Tyler? Tyrone? Naja, irgend so ein Agent halt. So, Tür auf. Feuer. Komisch, sonst klappt das irgendwie immer. Bist du es? Scheinbar nicht. Wie wär's, wenn wir uns die Scheiße einfach mal angucken erstmal? Das würde mich einfach interessieren. Was sind denn das für Daten? Sie könnten Servos schaden. Ja, das heißt aber ja nicht, dass ich sie direkt an der Allianz übermitteln will. Ich nehme sie einfach selbst mit. Ja, das war jetzt weniger aufregend, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, da passiert noch ein bisschen mehr. Na, was ist? Haben wir wieder persönliche Nachrichten erhalten? Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Na, wer hat denn das gedacht? Aha. Ein Jahr oder denke, ja, dann mach ich aber eine Arbeit. Achso, ja, das bringt es mir nicht so richtig. Hier müssen wir, glaube ich, rein. Achso, das ist nur das Schild. Logisch, macht Sinn. So, ich möchte nämlich gerne... das Ding ausprobieren. Das passt ja auch super zu meinem... zu meinem neuen Outfit. So. Also sollen wir mit dem sprechen hier? Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Ich will über Sie haben reden. Sie mal eine Minute will alles Zeit. Eigentlich gar nicht. Ja, wäre mir sogar ganz angenehm. Haben ja schon über Arbeit gesprochen. Zeit bei der Special Task Group. Studien über die Genophage. War nicht ganz offen. Lüge durch Verschweigen. Und anderes. Muss das korrigieren. Mission zu wichtig, um Geheimnisse zu wahren. Die Arbeit an der Genophage beschränkte sich nicht nur auf Studien. Das war ja klar. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas verschweigen. Tut mir leid, Information ist streng geheim. Aber Sie haben es verdient, die ganze Geschichte zu hören. Sie müssen mich kennen, wissen, was ich kann, was ich getan habe. Habe nicht völlig gelogen, habe anfangs nur Aufklärung gemacht und dabei Daten erhalten. Beunruhigende. Kroganer-Population stieg schneller an als erwartet. Kroganer passten sich der Genophage an, überwanden die Krankheit. Vielleicht hatten sie einfach nur ein Jahr lang mehr Glück. Oder es sind weniger Söldner weg, sodass mehr Kroganer zur Wiederbevölkerung da waren. Bitte, Shepard. Soziale und umweltbedingte Faktoren wurden berücksichtigt. Bin kein Anfänger. Populationszunahme ist Ergebnis von Anpassung an Genophage. Andere Möglichkeit nicht vorhanden.
Haben die Kroganer sich weiterentwickelt oder haben ihre Wissenschaftler ein Heilmittel entdeckt? Kroganische Wissenschaftler? Hab noch nie einen getroffen, der die Bezeichnung verdient hätte. Nein, natürliche Evolution. Physiologie der Kroganer extrem zäh. Organredundanz, Backup-Systeme, Zellenregeneration. Genophage wie jede andere natürliche Bedrohung. Kroganer haben sie durch Evolution überwunden. Ja, sind das gute Nachrichten? Was hat Ihr Team unternommen, als klar wurde, dass die Kroganer die Genophage langsam überwanden? Habe persönlich ein Team von Wissenschaftlern geleitet. Genetiker, Chemiker, Soziologen, Mathematiker. Erstellten neue Version der Genophage, haben sie über Gebieten mit hoher Kroganer-Konzentration auf Tuchanka freigesetzt. Die Kroganer-Population wieder stabilisiert. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Haben Sie nie andere Optionen erwogen? Hunderte, Tausende. Modifizierte Genophage hatte die besten Erfolgschancen. Population wurde stabilisiert. Bekannt werden hätte Zorn der Kroganer anheizen können. Wahrscheinlich. Möglicher Genozid oder vernichtender Krieg wurde verhindert. Beste Lösung für gesamte Galaxie, einschließlich Kroganer. Das haben Sie sicher noch nicht vielen erzählt, Morden. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie es mir mitteilen. Sie sollten wissen, dass ich bereit bin, das Notwendige zu tun. Sollte zurück an die Arbeit, können später weiterreden, wenn die nächste Gewebesynthese durchgeführt wird. Das dauert eine Weile. Ja, dann mach mal. Ich wollte tatsächlich mal mit dem Garrus sprechen jetzt. Da wir ja speziell auch eine Nachricht dazu erhalten hatte. Finde ich den im Maschinendeck? Ich habe keine Ahnung. Ach, stand das nicht sogar dabei? Siehste, sag ich doch. Das Steuerbord-Beobachtungsdeck ist geschlossen, bis es gebraucht wird. Und das hast du zu entscheiden? Und die sitzt hier immer noch alleine rum, oh was. Hey, haben Sie kurz Zeit? Ich habe mega Zeit. Ich reise normalerweise versteckt im Laderaum. Es ist schön, wenn man zur Abwechslung mal aus dem Fenster sehen kann. Miss Sergeant Gardner könnte durchaus ein teuflisches Genie sein. Betonung auf teuflisch. Einige glauben, dass er mit Absicht so schlecht kocht, um ihnen allen eine Lektion zu erteilen. Ich finde seinen Rahmen in Ordnung. Aber da kann man ja auch kaum was falsch machen. Ja, wir wollten dem noch Zutaten besorgen. Ich weiß nicht so recht, was ich mit mir anfangen soll. An Bord eines Schiffes werden selten Diebe gebraucht. Tja, so richtig hilfreich war das auch nicht. Herrentoilette? Die hängt da auch nicht rum. Miranda. Ich habe keine Lust, mit der zu sprechen. Ich suche hier auch jemand anders. Ist er da vorne vielleicht? Hauptgefechtsstand. Ja, das kann gut angehen. Er wollte ja irgendwie, genau, Kanonen wollte er sich angucken. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich überprüfe nur gerade die Waffensysteme. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich dachte, ich hätte bei unserem Kampf gegen Saren alle Waffen gesehen, die es in der Galaxie gibt. Bei den Söldnern hat sich das als Irrtum erwiesen. Und jetzt baut Cerberus die Normandy wieder neu, mit ein paar schicken Upgrades. Ich wünschte, wir hätten uns ihnen früher angeschlossen. Wir haben uns Cerberus nicht angeschlossen. Sie finanzieren unsere Mission. Das ist alles. Ganz ruhig, Shepard. War nur so dahingeredet. Ich möchte Ihr Urteil nicht in Frage stellen. Nicht, nachdem ich meine Einheit in den Tod getrieben habe. Wie konnten diese Söldner Ihr Team ausschalten?
Es war meine eigene verdammte Schuld. Einer meiner Leute hat mich verraten. Ein Turianer namens Sidonis. Er hat mich weggelockt, kurz bevor die Söldner meine Einheit angegriffen haben und ist dann verschwunden. Außer mir sind jetzt alle tot, wegen ihm. Und weil ich es nicht habe kommen sehen. Sind Sie sicher, dass es Verrat war? Vielleicht haben Sie Sidonis zuerst ausgeschaltet. Nein. Ich habe ein paar alte Kontakte angebohrt. Er hat kurz vor dem Angriff einen Flug von Omega gebucht. Außerdem hat er vorher noch seine Privatkonten leergeräumt. Er hat mich verkauft und ist dann abgehauen. Wissen Sie, wo Sidonis jetzt ist? Nein. Seine Spur verliert sich, nachdem er Omega verlassen hat. Aber ich werde ihn weiter jagen. Ich habe mein ganzes Team verloren, außer Sidonis. Eines Tages werde ich ihn finden. Und dann bringe ich das in Ordnung. Danke, dass Sie vorbeigeschaut haben, Shepard. Ich habe jetzt ein paar Sachen zu erledigen. Hm. Ja, gut, gut. Ja, wir wollen dem noch Zutaten besorgen und wir wollen auch immer noch den Sherry oder Branntwein. Sherry ist Branntwein, Vollidiot. Ja, den Schnaps für unsere Frau Doktor Tante finden. Wäre das vielleicht eine Option, erstmal wieder zur Zitadelle zurück? Ja, das ist eine gute Idee. Was ist ein Portal? Wir haben die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Ja, wir haben ständig die Hälfte des Treibstoffs verbraucht. Genau, da. Da wollen wir hin. Und dann suchen wir da nach den Zutaten für unseren Chefkoch. Und vielleicht können wir was Neues erfahren, was den Diebstahl der Karte oder den vermeintlichen Diebstahl der Credit Card angeht. Und vielleicht können wir auch den Fisch jetzt finden oder auch nicht. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Ja, so sieht's aus hier. Ja, gut. Captain Anderson, aber immer noch kein... Da sind da unten Fische drin. Da komme ich ja auch so nicht hin. Captain Anderson, wo gibt's die Fische? Danke, was Sie tun, Shepard. Wie ist es Ihnen in den letzten Jahren ergangen? Der Sitz im Rat ist nicht das, was ich mir für meinen Lebensabend vorgestellt hatte.
Ich glaube, das Gespräch haben wir schon geführt. Ich würde ständig mit dem Kopf gegen eine Wand rennen. Die Wahrheit über die Sovereign zu kennen, ist eine große Belastung. Ein Albtraum. Ich kann schon verstehen, warum andere es nicht glauben wollen. Aber ich weiß, wie wichtig es ist. Also versuche ich es weiter. Immer einen guten Kampf liefern, richtig? Absolut. Ich gehe jetzt besser. Meine Tür steht Ihnen immer offen. Wo gibt's die Fische? Entschuldigung, junge Dame, wo sind hier die Fische? Wie lautet Ihre aktuelle Adresse? Manchmal schlafe ich in einer Hap-Kapsel in Block 633. Ihre feste Adresse? Ich bin auf Pilgerreise, ich hab keine. Ich habe Sie bereits davor gewarnt, in diesem Ton mit mir zu reden. Ich vermerke Sie als Obdachlose. Gehen Sie bitte weiter. Sie behaupten, sie hätte ihre Creditcard. Sie muss es gewesen sein. Sie hat mich beim Verlassen des Geschäfts der Sirta Foundation beinahe umgerannt. Gehen wir. Seien Sie vorsichtig. Das scheint also keine neuen Erkenntnisse mit sich zu bringen. Welche medizinischen Upgrades würdest du für ihn kaufen? Keine Ahnung. Vielleicht sollten wir zufällig ein paar Passanten nach ihrer Meinung fragen. Ich nehme den Immunverstärker. Und einen Drink. Ich bin ein zufälliger Passant. Fragt mich. Uninteressant. Ich brauche den Lebensmittelladen. Oh. Ja, moin. Schon mal Ramen probiert? Auf der Erde sind sie eine Delikatesse. Was darf ich Ihnen bringen? Wissen Sie, was ich ewig nicht gegessen habe? Lamen. Meine Großmutter hat das beste Lamen überhaupt gemacht. Oh, köstlich. Eigentlich hätte ich ihr das Rezept klauen sollen. Ja, okay. Das bringt uns auch nicht weiter. Kaffee. Lagerhaus. Keine Ahnung. Also ich meine, wir können auf jeden Fall mal zu Citadel Souvenirs kaufen gehen und uns neue Fische kaufen. Das war, glaube ich, in dem Laden. Ansonsten vielleicht in diesem Café. Na, da der Gebrauchtschiffhändler. Ist alles nicht so ganz das, wonach ich suche. Level 27, Kaffee. Vielleicht gibt es im Kaffee Zutaten. Ich habe gehört, hier soll es die besten Lebensmittel im ganzen Sakira-Bezirk geben. Falsch gehört. Hier gibt es die besten Lebensmittel auf der ganzen Citadel. Lebensmittel. Na, siehst du mal.
Ein Roman? Ich brauche unbedingt einen Roman. Ja, auf jeden Fall, hier sind die Vorräte. Dann haben wir zumindest ein bisschen was Sinnvolles erreicht bei unserem Citadel-Besuch. Ich kaufe jetzt die Zutaten und dann überlege ich mal, ob es noch irgendwie Möglichkeiten gibt, hier irgendwas herauszufinden, was die gestohlene Creditkarte angeht. Oder ob wir vielleicht irgendwo einen Angelladen finden, damit wir vom Anderson seinen Balkon aus in das Wasser angeln können. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Lasst euch überraschen in der nächsten Folge. Bis dann.